So Leute, heute ist wieder mal Wochenende, das heißt, Ivo hat mal wieder Zeit zum Angeln zu fahren. Das heißt, ich bin wieder an großen 260 Hektar Gewässer vom Verein und ja, ich möchte heute ein bisschen durchwarten und habe heute eigentlich vor auf Hecht und Co, also auf Hauptfisch. Mit dem weißen Gummifisch fange ich an und werde mich so entlang hier komplett mal durcharbeiten. Das heißt, ich habe heute dabei vor allem meine Quadro Safar Rolle bespult mit einer 10er von Matze Koch. Matze, ich danke dir, vielen, vielen Dank. Also deine Tipps, die sind wirklich der Burner. Ich gucke mir sehr viel im Netz an, aber deine Tipps, die sind halt schon, ja, ich sag mal, durchdacht. Nicht so einfach, hier schieß raus, Hauptsache Klickzahlen sind höher wie bei der anderen, sondern die sind echt bedacht. Und darum, deine Tipps, auch wie deine Boilies sind zu empfehlen, muss man einfach mal sagen. Man kann ja untereinander sich auch mal loben. So sieht's aus. Matze, ich danke dir. So, im Endeffekt kommen wir zu dem Artikel, das heißt, ich habe so ein Fingerhütchen, was zum Beispiel die von der Post oder so auch mal gerne haben, dass sie nicht andauernd am Lecken vom Finger und Umblättern sind. Da gibt es solche Gadgets, die kann man sich für kleines Geld wo besorgen. Das heißt, wenn man ganz dünne geflochtene Schnüre hat, dann ist das wirklich sehr wichtig. Ansonsten hat man auch Handschuhe oder, die sind oftmals genoppt oder, funktioniert nicht so, wie es soll. Das heißt, wenn man wirklich mal durchzieht und Weitwürfe 30, 40 Gramm rausballern will, dann funktioniert das nicht so gut. Das heißt, als Werkzeug habe ich heute mein Blackstar dabei. Ihr wisst ja von Kornrand, die Dinger werden nicht mehr gebaut, dreiteilig, 3 Meter, die findet man eigentlich gar nicht mehr. Europaweit habe ich ja zeitlang mal gesucht, ich habe nichts gefunden. Schade, aber danke Simon, war ein Geburtstagsgeschenk für mich. Und ja, da ist die 10er geflochtene Inline von Balzer, die 8-fach geflochtene, die wurde Matze Koch eben empfohlen hat. Die Sardano, super Rolle, muss man echt sagen. Und natürlich als Unterschnur habe ich eine 35er drauf. Vom Gewichtsverhältnis passt das ungefähr. Also von dem her heute eigentlich ganz hell. Dunkel alles hier vom Himmel her. Ganz hell natürlich mit dem Angsthaken. Angstdrilling dabei. Und die Schnur, das ist eine 10er geflochtene. Die ist super weich, aber die ist halt brutal scharf. Das heißt, ich habe bloß ein Stahlvorfach vorne drin. Und darum unverzichtbar sowas, ansonsten schneidet man sich richtig heftig ins Fleisch. Also ich würde sagen, ich lege jetzt gleich mal hier los. Das heißt, ihr seht hier das ganze Ding, laufe ich mal ab bei 70 cm Wassertiefe ungefähr. Und dann ganz gemütlich, leise vor allem, laufe ich da mal durch und feuer die Dinger mal raus. Das heißt, ich werde heute eigentlich nur 3 Köder benutzen, ein Barschimitat und was ganz hell ist, halt das Weiße und vielleicht nur einen ganz gelben, quietschgelben Twister. Ansonsten, ja, ich würde sagen, ich melde mich dann gleich, wenn ich einen Fisch habe und ich hoffe, dass ich nicht als Schneider heute nach Hause muss. Aber ihr wisst ja, jeden Tag ist Angeltag, bloß nicht jeden Tag ist Fangtag. Also, euch noch viel Spaß. Ich bin jetzt angekommen, ich bin ziemlich weit hinten gelaufen, Schilfkante, da kann eigentlich kaum einer angeln, das heißt, da sind die großen Hechte und so, die jagen da auch, weil da auch das Gras ein bisschen schön zuwächst, ich sag mal, um Grund, wie so Kultur, sagt man bei den Jägern, wenn sich die Äste berühren, also das heißt, da können sich die Jungtiere auch schön verstecken. Also bei den Jägern sagt man, wenn die Bäume sich mit der Äste berühren, dann nennt man das Kultur. Also hier ist Kulturkraut unter der Wasseroberfläche und das ist ungefähr 50 cm hoch. Das habe ich schon ein paar Mal, war ich hier und habe mir das mal angeguckt.
Das heißt, hier sind auch die großen Räuber und die ziehen immer regelmäßig hier durch. Und hier habe ich auch schon zweimal ein Hecht gefangen. Einer war untermäßig, einer hat, ich glaube, 77 oder 78 gehabt. Ja, bewertbar, wie auch immer. Ich lege jetzt auf jeden Fall mal los und ich hoffe, dass ich zu einem Fisch komme heute. Also, ihr seid auf mich dabei. Live.
paar schöne Würfe habe ich jetzt gemacht. Allerdings kommt es mir so vor, hier ist nichts. Ich laufe einfach weiter. So macht man das beim aktiven Angeln. Das heißt, Spinnern auf Raubfisch, Gummis oder sonstiges. Man sucht Plätze ab. Man geht da durch. Die Wellen, die verursachen unter Wasser Fischbestand. Das heißt, die Räuber, die sind vielleicht, wenn ich beim Zurücklaufen bin und hier noch ein paar Würfe mache, dann sind sie vielleicht da. Das heißt, man kriegt es immer wieder gesagt, zieht eure Wobbler oder sonstiges am Rand ein paar Mal durch, lauft schnell durch und lauft wieder langsam zurück und fischt die ganze Gegend nochmal ab. Das heißt, so ist fast immer erfolgsversprechender, wie an einem Platz zu bleiben, außer man geht mit Köderfisch oder so auf die Räuber und dann macht man ja einen Ansitz, vielleicht mit der Segelbusse oder sonstiges, hat man dann andere Möglichkeiten. Aber in meinem Fall jetzt werde ich das so anwenden. Das heißt, hier gucke ich nachher nochmal vorbei und hoffe, dass ich einen Räuber genau hier erwische. Aber jetzt suche ich erstmal da drüben weiter. Also, bis gleich. So, jetzt habe ich mal den Köder gewechselt, das heißt mein Barsch mit Hand und ja, im Endeffekt die Schnur, das ist echt der Hammer. Die ist so leise, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sind mindestens 80 bis 100 Meter. Ich habe 150 Meter drauf. Ihr seht, was auf der Rolle noch ist, man sieht die Unterschnur jetzt, die 35er grün neon leuchtende Monoschnur und ja, im Endeffekt mit der Kombi, mit der Sardano passt das perfekt. So Leute, meine Angeltour ist eigentlich fast beendet. Ich habe noch vielleicht 300 Meter zum Auto. Finger sind schon ein wenig kalt. Neoprenanzug, alles gut und nett. Aber trotz irgendwann mal wird der Wind halt so unerträglich. Ich habe halt meine Mütze, dass ich ein bisschen so vom Wind abgeschottet bin. Aber so irgendwann mal ist halt vorbei. Das heißt, wir ziehen ein Resümee. Quietschgelb ist heute gegangen. Quietschgelb. Ihr seht, roter Schwanz, komplett abgebissen, aber den haben sie auf jeden Fall gesehen in dem dunklen Wetter, sage ich mal, bewölkt, ziemlich bewölkt. Und jetzt wird der Wind auch immer stärker. Wir haben Windstärke zurzeit zwischen 19 bis 30, kommt drauf an, wo man steht. Und quietschgelb ging, der ist schon von den vorigen Malen ein paar Mal ramponiert gewesen, so, aber hier der Schwanz hat es denen angetan. Also das heißt, ich habe nur die Box dabei gehabt, wirklich nur die Box, weiß, ja, und so ein bisschen auffällig, weiß mit rotem Kopf und. Kleine Köder, dass ich weit rauskomme, 10er geflochtene Iron Line von Balzer, was der Matze Koch schon erwähnt hat. Also Top-Schnur kann man wirklich weiterempfehlen. Das heißt, super leise, fliegt ziemlich weit. Aber die Zähne, die ist halt wirklich zu achten. Das heißt, wenn ihr Schilfkanten oder Muschelbänke, Steinpackungen habt, da ist die nicht zu empfehlen. Oder natürlich hochfahren. Hochfahren mit der Schnurstärke. Aber in meinem Fall, Top-Schnur kommt mindestens 70 Meter raus bei 30 Gramm. Wurfgewicht 40 bis 80, hat die Rute 30 Gramm Jigköpfe, kann man auch gut 35 nehmen, kommt drauf an, wie, wie groß der Köder ist, aber man kommt definitiv schön raus und vor allem den Fingerschutz nicht vergessen bei so einer Angelei, sonst tut ihr euch richtig weh und ihr wisst es selber, das hat jeder schon mal erlebt. Wie auch immer, im Endeffekt würde ich sagen, für mich
war das ein super schöner Tag. Jetzt wird es kalt. Ich gehe jetzt nach Hause, trinke einen kleinen schönen Espresso und lege mich in die Badewanne. Oder trinke den Espresso in der Badewanne. Das ist noch besser. Und ich würde sagen, wir schalten beim nächsten Mal wieder ein. Und von mir war es das. Ich sage Salut, ça va, au revoir.